Heute machen wir Silvesternägel für meine Schwester. Zuerst muss ich ihr beibringen, wie man in die Kamera winkt. Für ein bisschen mehr Unterhaltung habe ich diese Karten gemacht. Sie hat Mandel gewählt und das war ihre Reaktion. Oh, Mandel. Bei den Farbschemen hat sie Schwarz-Gold gezogen. Ich wollte mir aber überhaupt keine Mühe geben, deswegen habe ich hässlich und hübsch gemacht. Dann hat sie mich überlistet und wirklich hübsch gezogen. Das hat mich richtig genervt. Das war aber schnell vergessen, denn ich habe mich voll gefreut, diese riesige Nagelhaut abzuschneiden. Sie konnte überhaupt nicht stillhalten, deswegen habe ich sie voll oft geschnitten. Da war die richtig sauer auf mich. Naja, wenigstens sehen ihre Nägel nicht mehr so crusty aus. Als nächstes habe ich ihre Nageltipps ausgewählt. Dann habe ich angefangen, ihre Nägel vorzubereiten. Ich habe erstmal die Nägel angeraut, der Hydrator und Primer aufgetragen. Als ich den Tipp dran machen wollte, hat sie überhaupt nicht kooperiert. Statt dass sie mal die Lampe nimmt, muss ich das mit meinem Fuß dran schieben. Dann kam sie so an, dass der Tipp krumm ist. Dann habe ich so gesagt, Girl, das sind deine Finger. Dann war sie ganz leise und ich konnte ihre Tipps anrauen. Aber plötzlich fing sie dann an, mein Horoskop vorzulesen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Hier sind ihre fertigen Silvesternägel. Nein, Spaß, das war natürlich erst Teil 1. Im zweiten Teil machen wir mit dem Design weiter.